gerüstet für die Auseinandersetzung, in dem die Jüngerinnen und Jünger Jesu eigentlich zu allen Zeiten stehen. Ich habe es schon mal jetzt erst vor kurzem wieder, habe ich es mal in der Predigt gesagt, aber habe mir es schon lange mal selber notiert. Es mag hier heroisch gewesen sein, in der DDR Christ zu sein. Keine Frage, ich könnte einige Beispiele anführen bis heute, dass also sich jetzt westliche Medien für die Stasi-Akte, die Spitzel zusammengetragen haben, interessieren, um einen auszuforschen. Aber es ist meines Erachtens um ein gutes Stück heroischer, in der gut saturierten Bundesrepublik Deutschland Christ zu bleiben. Stasi-Akte ist ein Stichwort, man muss das jemanden wie Sie fragen. Haben Sie Einblick in Ihre Stasi-Akte eingefordert? Hat Sie das interessiert? Ich habe sie selber nie eingefordert. Und als mir jetzt zu diesen Zwecken hier praktisch angeblich zu Forschungszwecken entsprechender Medien hier ein Teil dieser Akte zugesandt wurde, brauchte ich mir eigentlich irgendwelche Namen von Spitzeln gar nicht übersetzen zu lassen. Ich wusste sehr wohl, mit wem ich damals zu tun hatte und was die halt bemühten, sich weiterzugeben. Wenn Sie, da knüpfe ich gerne nochmal an, sagen, es ist weitaus heroischer sozusagen in einem westlichen System dazustehen, als vielleicht in einer Diaspora-Gemeinde, die auch zusammenschreit. Man hat ein konkretes Feindbild. Ja, oder, ganz richtig, ist ja so, völlig klar. Sobald andere von außen hält man noch enger zusammen. Ja. Wenn Sie das jetzt nach vorne wenden, Sie müssen jetzt nach Augsburg. Das ist die westliche Welt, so wie sie leibt und lebt, sage ich mal ein bisschen salopp. Wo sehen Sie denn da sozusagen die besonderen Herausforderungen, um heroische Christen standfest zu machen? Ja, ich glaube, und das sehe ich eigentlich schon länger, unabhängig davon, dass jetzt diese nicht so einfache Berufung an mich ergangen ist. Wir müssen beginnen, wir müssen anfangen, ohne dabei irgendwie zu frömmeln oder penetrant zu werden. Das kennt man auch. Wir können mit einer Sprache aus dem 18. Jahrhundert die Menschen des 21. Jahrhunderts nur schwer überzeugen und gewinnen. Das wollen wir mal vorausschicken. Aber nicht weniger als in der frühen Kirche müssen wir auch heute uns auf das Evangelium gründen und mit dem Evangelium argumentieren. Davon mache ich keine Abstriche. Und das ist natürlich wichtig, das ist natürlich ein ganzes hermeneutisches Problem auch, wie wir es übersetzen, ohne es abzuschwächen oder zu verfälschen. Das ist für mich meines Erachtens und nicht nur für meinen Weg jetzt nach Augsburg in eine wirklich volkskirchlich hier strukturierte Traditionskirche oder wie man das nennen will, ich weiß es nicht. Ich will ja auch keine hier Etiketten da draufsetzen, sondern ich möchte möglichst vorurteilslos und eben in diesem Geiste dorthin gehen. Aber ich glaube, das ist die Aufgabe, die für uns in Deutschland überhaupt steht. Welche Rolle kommt denn in dieser Sprachfindung, in dem Suchen nach den richtigen Worten, um diese 2000 Jahre alte Botschaft immer wieder aktuell in die Zeit hineinzusprechen, welche Rolle kommt da den Medien zu? Gerade Augsburg hat ja auch eine große, in Anführungsstrichen, Medienmacht im Hintergrund. Ich möchte jetzt dazu gar nicht so ausführlich werden. Sie sind informiert, Sie wissen, wovon Sie reden. Bleiben wir doch bei der katholischen Nachrichtenagentur. Sehen Sie, manchmal ist das Bestreben da gewesen, das ist bei uns Ostbischöfen nie so richtig gelungen. Wir wollten manchmal möglichst schon 4, 5 Tage vorher die Weihnachts- oder Osterpredigt haben. Da hatten wir noch was anderes zu tun bisweilen. Mhm. Und vor allem auch hier, die Osterpredigt wird zu Ostern verkündet und nicht am Karfreitag oder nicht 3 Tage vorher. Ich will bis damit sagen, vielleicht haben wir auch nicht diese Technik und so gehabt. Und ich will auch nicht den Mitbrüdern etwa einen Vorwurf machen, die das schon bei Zeiten, weil die in anderen hier Plänen leben, hier fertig haben. Ich will bloß damit sagen, eine Predigt ist ein geistliches Geschehen. Eine Predigt heißt Gott preisen, Lobpreisen, Prädikare und hat ihren besten Platz im Gottesdienst und ist keine Lese. Lesen kann ich vieles. Ich kann alles lesen. Aber wenn ich dafür geistlich nicht aufgeschlossen bin und wenn das für mich nicht Teil eben des Gottesdienstes im engeren und im weitesten Sinne ist, dann kann man berichten, was man will, kann man Papier füllen, so viel man will. Es ist schön, es gibt viele schriftlich gut überlieferte Dinge. Nicht etwa hier, dass ich jetzt gegen all dieses Stellung machen würde. Das werden Sie ja wohl auch verstehen, wie ich das meine. Aber wenn man dann aus solchen Predigten, und das nehme ich dann immer wahr am Dienstag nach Ostern oder am Dienstag nach Pfingsten,
am Dienstag nach Weihnachten, wo, wann immer das, am Tag nach Weihnachten, da steht dann drin der Satz oder die zwei Sätze, die sich nun gerade mal beziehen auf die gegenwärtige gesellschaftliche Krise, auf das gegenwärtige gesellschaftliche Problem, was immer noch ganz gut wäre, wenn auch das andere, das geistliche Anliegen des Predigers, des Bischofs dort mit eben angezeigt würde. Aber oftmals findet man davon nichts. Mhm. Es ist wirklich erstaunlich hier, wie wenig dann plötzlich da herausgenommen wird. Und das dient, meines Erachtens, dient das nicht der Multiplikation unseres geistlichen Anliegens. Muss die Kirche vielleicht deshalb eher auf ihre eigenen Medien setzen, dass sie sagt, wenn wir das Wort Gottes wirksam verkünden wollen, in die heutige Zeit hineinsprechen, können wir uns auf die säkularen Medien nicht mehr verlassen, sondern wir müssen eigene Wege gehen? Das habe ich damit nicht gesagt. KNA ist ein eigenes Medium. Ja? Und ich muss Ihnen sagen, manches säkulares Medium bringt manchmal die Dinge sogar einen Schlag besser rüber als unser sogenanntes eigenes. Es geht ja, man muss das in diesen Zeiten ja auch fragen, gerade um die Gewinnung der Glaubwürdigkeit der Kirche. Ja. Wir haben eine schwere Krise gegenwärtig als Kirche erfahren und sind immer noch drin. Welche Rolle kommt da den säkularen Medien zu, wenn Sie das bewerten? Den säkularen Medien? Also, ich möchte jetzt hier da keine Medien etwa benennen, aber man kann sehr wohl entnehmen, ob hier wirklich es Interesse besteht, zum Wohle aller Dinge hier zu benennen und auch anzugehen, die reformbedürftig sind, oder ob man hier die Freude hat am Bloßstellen, ob man hier fast vielleicht sogar in einer gewissen Weise kampagnenhaft irgendwie bestimmte Nebensätze übersieht oder eben auch hier mit nicht gerade Wohlwollen auf manche Entwicklung blickt oder vielleicht manchmal gegenüber hier dem großen Anliegen und dem unzähligen Guten, das geschieht und nach wie vor getan wird, das Versagen und das Schlechte in einer Weise herausstellt, sodass damit alles in ein schlechtes Licht gerät. Was kann die Kirche, wenn wir die Rolle der Medien ein bisschen verlassen, was kann die Kirche selber tun, damit sie aus dieser Glaubwürdigkeitskrise herauskommt? Wir haben Erfahrungen aus Amerika, dass es ein sehr langer, ein sehr schmerzhafter Weg ist, wenn man die Zeiten zugrunde legt und durch Bekanntwerden der ersten Missbrauchsfälle, wie lange es gedauert hat, bis man sozusagen da rettendes Ufer überhaupt in Sichtweite bekommt. Wie schätzen Sie das ein? Was sind die dringlichsten Sachen für die Kirche, damit man insofern wieder dieses verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnt? Die dringlichsten Sachen, das ist vielleicht jetzt hier so gefragt, als hätte man jetzt mit ein, zwei Sätzen die Antwort auf das, womit viele derzeit ringen, beziehungsweise was sich viele fragen. Ich glaube, insgesamt muss die Kirche brüderlicher auftreten und vielleicht auch insgesamt Herrschaftsansprüche aufgeben, bereit sein zu dienen, auf die Menschen zuzugehen, Gespräch zu suchen, aber auch die Wahrheit zu verteidigen, unzweifelhaft, und einzufordern, dass sie in dieser Hinsicht auch gehört wird. Aber eben, lesen Sie die Pastoralbriefe des Apostels Paulus, da haben Sie eigentlich gerade die Anweisung gegenüber Timotheus, da haben Sie alles drin, was die Aufgabe der Kirche ist, gelegen, ungelegen und so weiter und so fort. In Ihrem Wappen findet sich die Taube. Nein, das ist keine Taube. Die Taube habe ich bewusst vermieden. In meinem Wappen ist ein Vogel mit einem Ölzweig. Ich habe gedacht, es sei die Taube. Das ist gut, aber wenn Sie das Bild genau betrachten, eine Taube wird anders dargestellt. Ja. Nein, das ist ganz einfach ein Vogel hier. Wie Sie manchmal einen Vogel als ein Zeichen der Auferstehung auch in den Katakomben sehen können. Mhm. Oder wie es Pius XII. In seinem Wappen hatte mit dem Wahlspruch, der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit.
Oder eben wie es in meinem Heimatstadtwappen ist, was